6 Minuten. Ach gut, die können wir eigentlich auch noch machen. Nee, Spaß. Ich kaufe mir jetzt das Ding. Und dann let's go. Thanks. No problem, dude. Come back anytime. Jo, mach ich. Erstmal hier, tote Tasche, ausrüsten. Yeah, Alter, das sieht geil aus. Guck mal, da ist sogar Blut dran, obwohl wir es nicht mal benutzt haben. Wisst ihr warum? Das ist ein Legendary Skin. Ein Legendary Skin. Was mache ich denn hier gerade? So. Und so. Einmal frei. Let's go. Und den Level kann ich ja nicht. Nee, das stimmt, der Level konnte ich ja nicht. Wir machen jetzt den Haupttower weiter. Ja, nach ganz oben. Da haben wir nämlich vor kurzem erst den Bossgegner besiegt. Und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Oh, ich habe mein Mikrofon auch ein bisschen beiseite geschoben. Weil ich gegengekommen bin. Tut mir leid. Sorry. Sorry. Ach ja, jetzt kommt wieder ein schöner Ladebildschirm. Den hatten wir noch nicht oft genug gehabt. Ah, ich hoffe mal, dass die späteren Räume alle größer werden. Weil es wäre echt kacke, wenn die alle so klein bleiben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe wirklich, dass es später Räume gibt, die größer sind. Und nicht alle so eine kleinen, engen, scheiß Räume. Ich meine, gut, es hat was. Ich meine, ich mag dieses enge, da hast du so enge Kämpfe gegen andere Gegner. Das ist eigentlich schon ganz cool, aber es wäre auch geil, mal, wenn du durch so eine Art Stadt gehen könntest. Weil das ist ja die Tower of Barbs. Das war ja eine Stadt, damit die Leute näher an den Göttern sind. Weil da denke ich mal schon, dass die überall noch irgendwie Gebäude oder sowas alles seins wären. So, hier haben wir den Bossgegner gekillt. Du bist schon wieder da? Just why? I knew something bad was gonna happen. That thing there is what you call a middleman. Drei Angriffe hat er gemacht. Nee, zwei hört er nicht, normalerweise. Drei? Okay, zwei. Okay. Okay, ein Angriff. Und dann wegrollen. Okay, aber da halte ich mich erstmal raus, wenn er so einen Move macht. Na komm, Dude! Okay. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich mich echt dumm angestellt. Kann das sein? Ja, warte mal. Kann das sein, dass ich mehr Damage machen würde, wenn ich mit meinem Hammer angreifen würde? Ich meine nur, bei dem habe ich schon auf Stufe Max gelevelt. Und die Klinge halt noch gar nicht. Ich probier's mal aus. 28, naja. Es geht, aber ich habe das Gefühl, er greift das stimmt schneller an. Na, komm, easy. Easy. Na komm, Dude. Du bist kein Problem mehr für mich. Bam, 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 bam. Na komm. Bam, 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 bam. Easy. Oh, den hab ich doch schon gekillt gehabt. Nice work, man. I knew you could take out that ugly piece of shit. Whoa, you're gonna be a legend. Also jetzt sind wir mal ehrlich, also der ist echt einfach. Ich meine, es dauert ein bisschen, den zu töten, aber ansonsten... Babykram. Jetzt noch irgendwas rum, was ich mitnehmen kann? Was interessant ist? Oh. Ein bisschen Baumwolle, ja. Warum liegen hier eigentlich überall diese Leichen rum? Ja, den nehmen wir mal mit. Und ansonsten ist ja auch nichts mehr, ne? Nein, gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter und benutzen auf jeden Fall die Klinge, damit ich die schön hochleveln kann. Oh, verdammt, Mann, warum Bauplan den ich schon habe? Kann das nicht mal was Neues sein? Okay, weiter geht's im Programm. Auf zu neuen, epischen Räumen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie genauso aussehen wie der Raum, in dem wir gerade waren. Weiß auch nicht warum, es ist einfach so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das so gerade so ein bisschen traurig. Wenn ich mich so an Dark Souls erinnere, da hast du manchmal so eine Schlösser gehabt, wo du drin warst, dann hast du wieder so eine riesige Felder gehabt, wo du lang gewachsen hast, so einen Wald und. Das war echt schön. Das war echt verdammt schön. Ich meine, gut, hier gibt es aber noch viele Updates. Ich weiß noch, das ist eine Update. Ich habe mir das Spiel runtergeladen gehabt. 25 GB. Dann habe ich mir ein paar Folgen aufgenommen. Danach wollte ich noch eine Season aufnehmen.
Und dann muss ich erstmal so eine 25 GB Update runterladen. Alter. Kein Plan, was sie da gepatcht haben, aber es muss groß gewesen sein. Wer weiß, vielleicht machen die ja immer wieder neue Level hinzu. Ach, das wäre auch geil. Immer wieder neue Ebenen in Patches. Zum anderen, das sieht auch aus wie so ein Raum, auf dem die schon mal waren, oder nicht? Also mir kommt es hier gerade echt bekannt vor. Meine Güte, treibt euch hier nicht alle. Yeah. Jetzt kommen wir vor wie so ein richtiger Hack and Slay mit dem Schwert. Das ist geil. Oh. Nice. Aua. Aua. Zum Glück habe ich genug Leben. Also mit der Machete, ne? Holy shit, ist die geil. Also bin echt froh, dass ich die Machete habe. Ganz ehrlich, die ist geil. War leider auch schon halb Schrott. Irgendwas ist da hinten und muckt mega auf. Komm, noch mehr Leute wollen auf die Fresse. Ja! No problema for me. Aua. Oh, Digga, Dude. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Easy. So, jetzt komm du mal her. Erstmal ist er was für den. Und. Gleich bist du tot. So, was von tot. Oh shit, Mann, ich hätte mir die Ulti angucken können von der Klinge. Ah, jetzt ist auch egal. So, jetzt kommt der Grund, für warum ich die Revolver mitgenommen habe. Für die Viecher nämlich. Guck mal, das sieht aus, als wären wir hier im Gebiet schon mal gewesen, oder nicht? Digga, geht doch. Yeah. Oh Mann, ich dachte, wir haben einen Bauplan drin. So, wieder zurück zum Messer. Boah, sieht aus, wären wir hier schon mal gewesen. Ich meine, wir waren da schon mal so ein Gebiet, was exakt so aussah. Da bin ich mir ziemlich sicher. Easy. Easy. Ist da oben noch was? Ach ne, sah nur so aus, okay. Okay, let's go. Obwohl, warte mal. Unten? Verdammt. Auch nicht. Richtig heftig, ich dachte nur. Ich sah gar nichts. Ich sah einfach mal gar nichts. Na kommt her, ihr kleinen Splasher. Euch steche ich alle ab mit meiner Machete, mit meinem langen Schwertchen. Leute, der Stufe 4 und hält so viel aus? Digga, was machst du da? Warum wechselst du zum Magnum? Warum hat der zum Magnum gewechselt? Meine Fresse, Alter. Der soll nicht zum Magnum wechseln. Die brauche ich doch noch für die anderen Gegner. Falls auch mehr von diesen fliegenden Viechern kommen. Weil der jetzt erstmal Safety First gehen will. Okay. Der Raum sieht auf jeden Fall anders aus. Du schlägst mich hier nicht runter. Das kannst du knicken. Aber merkst du den Unterschied zwischen der Waffe und der Machete? Weil hier gehen die Gegner einfach viel schneller down. Okay. Okay. Let's go. Easy. Nice. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt die Gegner nicht unbedingt schwer. Ist das auch so meine Reichweite oder warum geht das nicht? Hallo? Geht doch. Na, komm mal ein Stück nach links. Ey, nach links und nicht so hin. Warte kurz, bis ich nachgeladen habe. Geht doch. So, und jetzt. Ganz gut. Nice one. Oh yeah. Der Move ist echt sick. Achso, ich habe nur noch eine Kugel. Scheiße. Mit der einen Kugel. Oh nein! Ah, jetzt schon zu viel gemacht. Komm ich da wieder hoch?
Ja, ich komme wieder hoch. Nice. So, jetzt aber her damit. Los, hier oben noch mehr oder kann ich wieder runter? Okay, ich kann runter. Jetzt so. Her damit. Warum ist hier überall nur Geld drin? Ich habe genug Geld. Mann, dass ich das jemals in meinem Leben sage. BTF. Let's go. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Irgendwas habe ich hier gehört. Irgendwo hier ist eine. Moment, ich nehme mich auseinander. No problem. Was machst du da? So. Wo ist der Hammer? Wollte ich die Giraffes eine Hose? Oh, nice. 3, 2, 1. Oh yeah. Oh, yeah. Bestes Minispiel ever. Ich glaube, bis jetzt haben wir eigentlich jedes Ding gefunden. Ja, bis jetzt haben wir jedes Teil gefunden. Geil. Geil, Leute, das machen wir echt verdammt gut. Das machen wir echt verdammt gut. Oh. Ich finde es scheiße, dass man mindestens ein paar Meter schon gesprintet sein muss, damit man so sprinten kann. Das finde ich echt diese Kacke. Ja, ich wusste es doch nicht, dass hier steht. Ich wusste es einfach. Yeah. Nice. Und schon wieder Geld. Warum ist hier immer nur Geld drin? 3 Gegner auf einmal. Yo. Yo. No problemo. Putz. Putz. Oh mein Gott, John Cena! Oh yeah! Okay, das war einfacher, als ich gedacht habe. Das war echt einfacher, als ich gedacht habe. Ich dachte, die mucken jetzt auf oder so, es wird jetzt riesige Schlägerei. Ich bin halt tot und so, aber hey, das war ja. Also zum Witz hat es nicht gereicht, finde ich. Okay, das ist einfach mal gar nichts. Was ist das für ein useless Raum hier? Komme ich überhaupt weiter? Ich schau mal kurz. Wo war das? Hier. Ja, es gibt hier einen Weg weiter. Irgendwo ist ein Weg. Den ich finden muss. Nice. 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 Wo ist denn dieser Weg? Ah, ich weiß schon wo. Ich weiß schon wo. Hier. Hier. Und dann einmal hier rum. Ho! Mal hier hoch. Jetzt nochmal. Ho! Dein Ernst? Dude, ist das dein Ernst? Wir sind halb tot. Okay, nehmen wir mit. Let's go. Yeah. Yeah. Okay, Leute, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal wieder zurück. Ich will nochmal speichern, weil es für heute gewesen ist. Leute, es war es für heute gewesen. Sehr kurz, ich weiß, es ist eine 1-Stunde Aufnahmezeit, ist nichts, aber das war es leider echt für heute schon gewesen. Weil ich muss nachher morgen noch arbeiten. Und deswegen würde ich halt jetzt schon gerne langsam zum Ende kommen, damit ich ja noch ein bisschen was rendern kann. Wie gesagt, es ist jetzt die Zeit, wo ich lange arbeiten muss und deswegen habe ich halt wenig Zeit, um jetzt die ganzen Sachen zu machen. Ich würde sagen, ich werde die Folge jetzt hier beenden. Ich gehe jetzt schnell doch zurück und lagere die Scheiße ein. Das werde ich jetzt nicht im Let's Play machen. Würde ich sagen, mache ich hier einen Cut und dann sehen wir uns. Obwohl jetzt Cut? Ich weiß nicht. Ja, ich mache jetzt den Cut. Ich lagere schnell alles ein. Das braucht ihr ja nicht im Let's Play noch sehen. Das ist ja alles so Zeitverschwendung, ne? Würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und rein auf Wiedersehen. Tschüss.